wir haben wieder eine neue Strahlensatzfigur gegeben. Das heißt, wir haben hier einen Punkt Z, das ist wieder das Zentrum. Und wir sehen, gegeben ist ZA, das ist 3, ZB, das ist 2, ZB' ist 4 und A'B' 8 und A'A2' gleich 3. So, wir müssen jetzt wieder eine Strahlensatzfigur rauszeichnen. Und wie gesagt, das muss eine sein, wo genügend gegeben ist. Das ist in dem Fall wieder das Kleine hier. Das heißt, ich zeichne die Strahlensatzfigur so raus. Und da sehe ich, dass da genug gegeben ist, insbesondere weil die beiden ja gegeben sind. Da kriege ich da wunderbaren Streckfaktor hin. Da habe ich die Länge 2, da habe ich die Länge 4, hier die Länge 3 und hier die Länge 8. So, und dann schreibe ich die Dinger noch hin. Und mit der Strahlensatzfigur jetzt bitte rechnen. Zweite Reihe bitte, mir die Strahlensätze diktieren. A'B' durch AB, ZA' durch ZA, ZB' durch ZB. Sehr gut, also K gleich A'B' durch AB gleich ZA' durch ZA gleich ZB' durch ZB. Wie gesagt, immer dran denken, es sind keine Variablen, wo man das Z rauskürzen kann, sondern es sind Längen. So, jetzt ist die Frage, welchen von den drei Strahlensätzen verwende ich? Dritte Reihe. ZB'. Warum verwende ich den hier? Ja? Weil wir da beide Werte haben. In der Situation. Hier haben wir nicht beide Werte, hier haben wir nicht beide Werte, also müssen wir den verwenden. So, den füllen wir mit Lebern. Was kommt dabei raus? Dritte Reihe. 4 ist 2. Also erstmal K ist gleich, jetzt 4, das sind diese 4 hier, durch 2, sehr gut, also das durch den. Und das ist 2, das heißt, wir haben rausgekriegt K gleich 2. So, wir wissen K gleich 2, wie geht's weiter? Zweite Reihe. K gleich A'B' durch AB. Zum Beispiel, wir füllen das mit Lebern. Also das K wissen wir, das ist 2. Das ist diese 2 hier. Und jetzt schauen wir A'B'. A'B' ist diese Länge hier. Das ist also 8 durch AB. So, was machen wir mit dieser Gleichung? Dritte Reihe. Geteilt in 2, AB. Erstmal müssen wir es umformen. Wie formen Sie? Ja? Mal AB. Sehr gut. Also habe ich 2 AB gleich 8. Oder, was muss ich jetzt hier machen? Ja? Durch 2. Sehr gut. Also habe ich AB gleich 4. Das heißt, die Länge hier ist 4 und das kann ich gleich in meine große Strahlensatzfigur eintragen. Also weiß ich, die Länge hier ist 4. So, eine fehlt uns noch und auch einen Strahlensatz haben wir noch nicht verwendet. Nicht verwendet haben wir ZA' durch ZA. Na, den haben wir noch nicht verwendet. Jetzt füllen wir den mit Leben. Dritte Reihe. 2 gleich ZA' durch 3. Sehr gut. Ja, wir sehen, das ZA' ist unbekannt, die 3 ist bekannt. Das lösen wir wieder auf. Wie lösen wir das auf? Dritte Reihe. Sehr gut. Also habe ich dann ZA' gleich 2 mal 3 und das ist 6. Das heißt, diese Länge hier ist 6 und die 6, die schreibe ich gleich hier rein. Die 6 ist diese hier. So, jetzt habe ich quasi diesen kleinen Strahlensatzfigur ausgerechnet und jetzt brauchen wir hier diese große Strahlensatzfigur, um die restlichen Werte zu rechnen. Tun. Bitte mir den Strahlensatz ergänzen. Also so wie ich es hingeschrieben habe, ist es schlichtweg falsch. Aber jeder weiß, dass es irgendwie Quotienten dieser Form sind. Wie lautet der Strahlensatz bezogen auf diese Figur? Dritte Reihe bitte. ZA' Sehr gut. Und das heißt, hier habe ich dann genau das Gleiche. Also das heißt, so hättet ihr das Ganze ergänzen sollen.
So, wir beginnen. Jetzt die Frage, welche von den drei Strahlensätzen ist hier anzuwenden? Welches anzuwenden? Ja, bitte. ZA-ZA. Warum ist das ZA-ZA? Warum ist es der? Ja? Weil man da beides von hat. Hier auf dem hat man beides, ja. Und übrigens, diese Strahlensatzfigur, für die gibt es eine Ersatzaufgabe. Für die aber nicht. Das heißt, die muss laufen. Okay, haben wir verstanden? Jetzt füllen wir das mit Leben. Wir füllen das mit Leben. Was muss ich jetzt hier reinschreiben? Zweite Reihe, bitte. ZA-Strich ist 9. Warum ist es 9? Hier sehe ich nirgends eine 9. Hier sehe ich nirgends eine 9. Warum ist das 9? Ja? Weil man 6 und 3 addieren muss. Genau, unbedingt. Also nicht, das ist keine Zahl, die hier vorkommt. Trotzdem, ich brauche diese Länge, also steht hier 9. Sehr gut, bitte ZA-Strich. Sehr gut, also habe ich K gleich 9 Sechstel oder 3 halbe oder 1,5. Das heißt, das solltet ihr rauskriegen. So, jetzt haben wir quasi diesen Teil hier gemacht. Jetzt, welchen Strahlensatz wollen wir jetzt? Haben wir, na, ja? A'B'A'B'. Ja, können wir machen. So, wir füllen das mit Leben. Ja? 1,5 gleich A'B'A'. Ja, das hier ist unbekannt, aber das hier ist bekannt. Sehr gut, durch A. So, das formen wir um. Das formen wir um, ja? Mal 8. Jawohl, also haben wir mal 8. Also steht 8 mal 1,5 gleich A'B'. 8 mal 1,5, stellt mein Taschenrechner, ist 12. Also ist diese Länge hier 12 und das kann ich gleich in die große Zeichen eintragen, steht hier die 12. So, nächstes, letzte Reihe. Jo, Moment, Moment, Moment. Jetzt. Woher kommt jetzt diese 8? An alle, die Frage war, wo kommt diese 8 her? Zweite Reihe. Von A'B'. Das ist die Länge hier, A'B'. A'B' und das gibt dann diese 8. Nett, bei mir immer okay zu fragen. Da kommt die 8. So, jetzt. Jetzt kann man K gleich A'. Dann mit Leben füllen. Ja? Das hatten wir schon. Muss auch nicht mehr die B'. Ja, dann muss es halt so heißen. Gut. Vielen Dank. Also K gleich ZB' durch ZB. Ja? 1,5 gleich ZB' durch 4. Sehr gut. So, und da passiert immer das Gleiche. Ja? Sehr gut. Und dann kommt raus 1,5 mal 4 gleich ZB' und ZB' ist dann 6. So, wo muss ich jetzt die 6 eintragen? Ja? Nirgends, nur eine 2. Richtig, genau. Das heißt, die 6 ist eigentlich diese Länge hier, die ist 6. Aber die trage ich hier nicht ein, sondern nur die kleine Länge 6 minus 4 und das ist die 2 hier. Und das heißt, dann kommt die 2 hierher und dann haben wir die komplette Strahlensatzfigur damit berechnet. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?